Hello everyone and welcome to the next online lecture. In this video I'm going to explain a new tense. In diesem Video erkläre ich euch eine neue Zeitform und zwar die Spannung steigt, Trommelwirbel, Present Progressive Tense oder auch Present Continuous genannt. Und zwar verwendet man diese Zeit, um auszudrücken, dass man jetzt gerade in diesem Moment etwas macht. Zum Beispiel, I am explaining a new tense. Ich erkläre gerade eine neue Zeitform. Okay? Gut. Wie wird jetzt diese Present Progressive oder Present Continuous gebildet? Am besten ihr nehmt euer Arbeitsblatt heraus und schaut es mit. Da habt ihr nämlich genau die Beispiele drauf, die ich jetzt mit euch durchgehe. Und zwar, man braucht dafür immer die richtige Form von to be. Wenn ich jetzt über mich spreche, I, dann muss ich sagen, I am, weil am ist ja die Form von to be in dieser Person, in I. I am. Und dann beim nächsten Verb muss ich ganz einfach nur das ing anhängen. Zum Beispiel, I am playing the piano. Das bedeutet, I am playing the piano. Ich spiele jetzt gerade Klavier. Wenn ich nämlich nur sage, I play the piano, dann heißt das, dass ich generell Klavier spiele, aber nicht jetzt gerade. Okay, also mit dem kann man eben diesen Unterschied hervorheben. Dann habe ich euch noch dazu geschrieben die Verneinung, und zwar I'm not playing the piano, ich spiele jetzt gerade nicht, und die Frage Am I playing the piano? Das braucht man natürlich eher selten, Am I playing, weil man sich nicht so oft selber Fragen stellt. Aber nur für den Fall, falls jemand vorhat, irgendein Selbstgespräch zu führen, dann könntest du das hiermit auch gerne auf Englisch machen, okay? Am I playing the piano? Okay. Nächstes Beispiel, you. Die Form von to be bei you ist are. You are eating. Zum Beispiel, wenn ich sage, you're eating my chocolate. Du isst meine Schokolade jetzt gerade, okay? You're eating my chocolate heißt, dass man jetzt gerade Schokolade isst. Die Verneinung wäre, you're not eating chocolate. Du isst nicht. Und die Frage, are you eating my chocolate right now? Isst du da gerade meine Schokolade oder was? Okay? Also, so könnte man dann fragen, wenn ihr jemanden entdeckt, der heimlich eure Schokolade geklaut hat. Okay? Nächstes, he, she, it, das machen wir gleich gemeinsam, weil ihr wisst ja, das ist immer das Gleiche. He, she, it, die Form von to be, is singing. He is singing bedeutet, er singt jetzt gerade. Verneinung wäre, she isn't singing, ganz einfach. Und bei der Frage müsst ihr einfach wieder nur die ersten zwei Wörter austauschen. Zum Beispiel der Aussagesatz wäre, he is singing und die Frage wäre, is he singing? Okay, ganz einfach. Singt er? I can't hear anything. Okay. Dann sind wir eh schon bei der Plural. Und zwar, ihr wisst ja, die Form von to be in der Plural ist immer are. We are, you are, they are. Immer das Gleiche. Zum Beispiel, we are dancing. Wir tanzen jetzt gerade. Okay, we are dancing. Die Verneinung, we aren't dancing. Und die Frage, wieder die ersten Wörter einfach austauschen. Are we dancing? Okay. Dann you are, da haben wir als Beispiel jumping. You are jumping on the trampoline right now. Okay, ihr springt gerade am Trampolin. Oder Verneinung, you aren't jumping on the trampoline. You're sitting on the couch, for example. Und die Frage, wieder die ersten zwei austauschen. Are you jumping on the trampoline? Wenn man zum Beispiel am Telefon ist, seid ihr gerade am Trampolin? Are you jumping on the trampoline right now? Okay. Und die letzte Person, die wir haben, they are cooking. Sie kochen jetzt gerade. Oder they aren't cooking. Sie kochen nicht. Und die Frage wäre, are they cooking? Kochen sie jetzt gerade? Okay. Also wieder die ersten zwei einfach austauschen und dann hat man die Frage. Alles klar? Das ist ganz einfach, glaube ich, und ihr kennt es ja, es ist ja schon immer wieder mal vorgekommen, dass ein paar von euch diese Zeit auch verwendet haben in euren Texten, gell? Alright, you can now start with the exercises below. If you have any questions, let me know, send me a message, ask, watch the video again.
And yeah, I hope everything is clear and see you soon. Bye bye!